Auch Fahrzeuge mit kleinen Laufleistungen können einen Getriebeschaden haben und ihr erfahrt in dem Video, wie man den vermeiden kann. Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um das Thema Automatikgetriebe und wir beschäftigen uns heute mit einer E-Klasse mit einer Laufleistung von 110.000. Wichtig ist, wenn man sein Automatikgetriebe länger fahren möchte, muss man die richtige Wartung, richtige Maßnahme treffen, damit das Getriebe länger lebt. Es gibt verschiedene Maßnahmen und die werden wir in dem Video behandeln. In dem konkreten Fall ist das trotz der kleinen Laufleistung so, dass eine Getriebespülung nicht mehr ausreicht. Wir haben in dem Getriebe ein Druckproblem. Das Druckproblem kann verschiedene Ursachen haben und das werden wir in dem Video auch gemeinsam behandeln. Wir werden euch zeigen, wo ein Druckproblem sein kann. Wir werden auch zeigen, wie man eine Mechatronik repariert. Aber als erstes gucken wir uns die Adaptionswerte von diesem Fahrzeug an. Anhand der Werte kann man sehen, wie ist der Zustand. Denn das Auto adaptiert sich natürlich und daher merkt man auch nicht, wenn das Getriebe kurz vorm Kaputtgehen ist. Genauso ist es auch bei vielen unseren Kunden so gewesen, wo wir die Getriebe instand gesetzt haben. Das Getriebe fuhr super und auf einmal war es kaputt. Und hier sieht man, dass die Fülldrücke und die Füllzeiten und man sieht zum Beispiel hier, die Adaptionswerte sind schon bei minus 800. Das heißt, wir haben hier ein Druckproblem, einen Druckverlust und warum das so schlimm ist und warum das zu einem Getriebeschaden führt, werden wir gleich in dem Video besprechen. Welche Maßnahmen gibt es denn über eine Spülung? Dazu muss man verstehen, dass ein Getriebe ist ein hydraulisches System. Der Öldruck wird durch die Mechatronik oder Schaltschieber in bestimmte Kanäle geleitet, ne? Ins Getriebe, das heißt, die Mechatronik sitzt hier drinnen und zwischen Mechatronik und dem Getriebe haben wir Gummikomponenten, weil irgendwo muss das Öl ja abgedichtet werden. Und da haben wir verschiedene Gummikomponenten, das heißt verschiedene Dichtungen. Und wenn natürlich das Getriebe eine Belastung hat, zu hohe Temperaturen hat, weil das Öl nicht mehr die Qualität hat oder das Fahrzeug zum Beispiel einen Anhänger gezogen hat oder jetzt aggressiv gefahren wird oder viel Stadtverkehr, dann verschleißen diese Gummidichtungen und dichten nicht mehr richtig ab. Und wenn sie nicht mehr richtig abdichten, dann haben wir das Problem, dass sozusagen die Lamellenkupplungen, die müssen eine bestimmte Kraft erfahren, um zusammengedrückt zu werden, um sozusagen um zu fahren. Und wenn die Kraft zu klein ist, dann schleifen die ineinander und produzieren mehr Lamellenabrieb. Der ist natürlich für uns schlecht, das erkläre ich gleich. Aber was noch passiert, diese Kupplung oder Lamellenkupplung, die verschleißen. Die haben eine Beschichtung, die ist endlich. Irgendwann ist sie vorbei. Und dann ist das Getriebe halt defekt. Das heißt, eine mögliche Wartung ist die Mechatronik ausbauen, die Dichtungen zwischen Mechatronik und Getriebe zum Beispiel tauschen. Zweite mögliche Wartung ist zum Beispiel zusätzlich dazu, dass man auch die Mechatronik zerlegt, wie wir das hier zum Beispiel gemacht haben. Weil wir haben gesehen, die Mechatronik hat sehr, sehr viel Lamellenabrieb, das kann man hier sehen, komm einmal her. Hier sieht man zum Beispiel die Ventile und hier sieht man an den Ventilen, wie viel Dreck sich hier abgelagert hat, ne? So, oder hier kann man zum Beispiel auch sehen, wie viel Lamellenabrieb wir hier haben. So. Und in dem Fall haben wir entschieden, dass wir die Mechatronik zerlegen, dass wir die per Hand reinigen, dass wir die ganzen Wellen, die in der Mechatronik sind, hier sind solche kleinen Wellen, die bewegen sich permanent, dass wir auch diese ganzen Zwischenräume ebenfalls reinigen, weil die sorgen dafür, dass es ist ein Hindernis, das heißt, wenn dieser Lamellenabrieb hier drinnen sich ablagert, dann klemmt die Welle und dann hat das Getriebe Probleme zu schalten und kompensiert immer mit mehr und mehr Öldruck und irgendwann ist das halt auch Feierabend. Plus dazu kommt noch das Problem, dass wir in der Mechatronik irgendwann einen metallischen Verschleiß haben. Das heißt, wir können zum Beispiel die Mechatronik, wenn wir die zerlegen, auf metallische Kompression prüfen. Das heißt, wie viel Kompression haben wir zwischen der Welle und dem Gehäuse. Und wenn wir zum Beispiel hier Werte haben sollten von zum Beispiel 18, haben wir hier zum Beispiel Werte bei ungefähr 5. Hier könnt ihr das sehen, ne? Sogar unter 5, ne? Hier kann man das sehen. Das heißt, hier haben wir einen metallischen Verschleiß. Und in dem Fall muss man zum Beispiel Mechatronik tauschen. So ein Tausch der Mechatronik liegt im Preis hier bei ungefähr 2.500 bis 3.000 Euro. Und diese Mechatronik ist die Ursache des Getriebeschadens bzw. der Druckverlust in der Mechatronik, weil dann können wir alle Dichtungen der Welt tauschen, das alle sauber machen, aber wenn dort ein metallischer Verschleiß ist und wir nicht die richtige Kompression haben, dann wird er zu einem Getriebeschaden führen. Und meistens ist das halt auch die Ursache und bei einem Getriebeschaden werden diese ganzen Lamellenpakete halt ausgetauscht, weil die sind preislich relativ günstig zu bekommen. Aber die Ursache des Ganzen, die Mechatronik, die sehr, sehr teuer ist,
die wird nicht getauscht. Denn diese ganzen Getriebe von Mercedes, die haben eine Wegfahrsperre im Getriebe. Das heißt, ihr könnt auch kein gebrauchtes mehr einbauen. Und mittlerweile ist es so, dass man diese Wegfahrsperre bei den neuen Ganggetriebe noch nicht anpassen kann. Deswegen ist das alles sehr, sehr kompliziert und schwierig und man sollte eher dafür sorgen, dass das Getriebe einfach möglichst lange hält. Natürlich sind diese ganzen Wartungen nicht günstig, ne, weil die Teile sind sehr teuer, die Mercedes-Öle, die Ölwanne inklusive Filter ist auch, kostet relativ viel Geld, die ganzen Dichtungen, die ganzen Schrauben, aber es ist immer noch günstiger, als eine neue Mechatronik sich einzubauen. Es ist auch günstiger, als ein neues Getriebe sich einzubauen oder das instand zu setzen. Deswegen guckt, dass ihr die richtigen Maßnahmen trifft, nicht einfach irgendwas machen, nicht spülen, nicht Ölwechsel, sondern einfach schauen, was ist die richtige Maßnahme für mein Fahrzeug und dann zielgerichtet das auch durchführen. Wir haben hier eine defekte Mechatronik, die wird zu einem Getriebeschaden führen, denn wir haben hier einen Druckverlust. Der Druckverlust ist hier vorne zwischen Gehäuse und dem Kolben. Wir sollten Werte von mindestens 18 haben. In der Regel haben wir Werte von 25 bis 30. In dem Fall haben wir Werte knapp bei 10. Wir werden das jetzt einmal kurz prüfen. Ich zeige euch einmal, wie das jetzt vorher war. Knapp bei 10. Dieser Bereich hier. Wir werden eine Bohrung durchführen, das heißt, wir werden die hier instand setzen, wir werden es aufbohren, dann wird ein anderer Reparaturkolben eingesetzt, dann werden wir das gemeinsam nochmal prüfen. Wir können die Mechatronik hier vor Ort instand setzen. Wir bohren jetzt durch, ihr seht, hier haben wir den Bohrer und bis das komplett bis zum Ende ist, das heißt, das wird jetzt aufgeweitet, die Späne, man sieht, die fallen unten runter und dann wird ein Reparaturkolben eingebaut, der halt weiter ist. Und dann haben wir Werte wie bei einer nagelneuen Mechatronik. So, wir haben die Bohrung jetzt fertig. Wir bauen das einmal ab. Ihr werdet sehen, wir haben da die ganzen Späne. Danach wird die Mechatronikhälfte gereinigt. Hier ist der Bohrer mit den Spänen. Hier sind die Späne, kann man relativ gut sehen. Und auch hier der aufgeweitete Bereich. Hier kann man da so ein bisschen sehen. Wir werden ihn gleich einmal reinigen und dann seht ihr, was die jetzt für Werte da vorhanden sind. Die Mechatronik ist durchgebohrt. Wir werden jetzt den Reparaturkolben einbauen. Man sieht, das ist der alte mit der Feder. Hier sieht man auch die Beschädigung bei dem Teil hier. Ne, wahrscheinlich kann man das per Video auch sehen, dass es heller ist. Das ist das neue. Es ist mit einem Gummidämpfer. Das heißt, es ist noch etwas besser abgesichert. Und das ist der neue Kolben. Der sieht genauso aus, nur der hat im Endeffekt, der ist eigentlich deutlich dicker. Den werden wir jetzt einmal kurz einbauen. So. Es kommt der neue Dämpfer rein. Da muss man immer aufpassen, weil wenn man den falsch einbaut oder zu weit reinschiebt, dann kriegt man den auch nicht mehr wieder raus, weil der ist sehr, sehr dicht. Deswegen, wenn wir den jetzt zack einmal reinstecken. So, und jetzt können wir gemeinsam mal die neuen Werte prüfen. Das war der defekte Bereich. Ihr seht, wir hatten knapp 10, jetzt haben wir über 22. Dadurch ist die Mechatronik instand gesetzt. Denn so ein Druckverlust, den wir hier haben oder in anderen Komponenten, der wird zu einem Getriebeschaden führen, denn die Lamellen schleifen aneinander.